Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Leisure Suit Larry 7. Ja, im Moment ist das Team wieder komplett. Also der Zapirus ist da, Moin. Der Ox ist da, Ahoi. Und der Monty ist auch da. Yo! Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir starten jetzt mit vollem Elan durch und es geht weiter im Programm. So, letztes Mal haben wir ja hier den Dildo schon eingesammelt und der Affe hat uns diesen Koffer auf den Kopf geworfen. Und ja, diesen Koffer hier, den gucken wir uns jetzt erstmal genauer an. So, Koffer ansehen. Auf dem Namensschild an dem Koffer steht Drew Barrymore. Genau. Endlich mal ein bisschen Glück. Das ist nämlich zufälligerweise der Koffer von Drew Barrymore, den nehmen wir auch direkt mit. Das ist doch die auf diesem Deck, die immer nackig ist, oder? Die immer nackig ist und die das Deck nur verlassen will, wenn, wenn sie ihre Kleidung zurück hat. Und die haben wir jetzt schon mal gefunden. Ach, die Schriftstellerin, so. Ja, stimmt. Genau, so, erstmal zurück zur Karte. Ich dachte, die wäre überzeugte Nudistin. Ja, ist die auch. Die hat ihren Koffer nur wegschließen lassen für die Dauer der Kreuzfahrt. Ach, damit so. Sie halt nicht in Versuchung kommt, sich ihre Kleidung anzuziehen. Ah, egal. Okay. Ist nicht egal. wir gehen auch jetzt gleich zu der guten Drew hin. Wir machen nur vorher einen kleinen Abstecher übers Casino. Da müssen wir nämlich noch einen kleinen Freund einsammeln. So, hier ist er nämlich schon. Genau, 31 von 32 möglichen haben wir schon gefunden. Das ist schon mal top. Wo der 32. ist, weiß ich zufälligerweise auch schon. Aber ich verrate es noch nicht. Ganz zufällig, weißt du das? Ich muss noch was richtigstellen. Ich habe in einer der letzten Folgen behauptet, wir hätten keine Punkte bekommen für das Durchhalten der Witze. Jetzt beim Schneiden der Folge habe ich allerdings festgestellt, wir haben doch Punkte gekriegt. Also ich muss das nochmal richtigstellen. Also so wie es im Vielleicht Moment seid ihr zwischenzeitlich auch einfach nur eingeschlafen. Genau. So wie es aussieht, wenn wir noch zwei Telefonstreiche machen, müssten wir eigentlich auch alle Punkte erreichen können. Wenn wir uns nicht grob verhauen haben. Ich weiß, mit dem Witzerzähler habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. Ich habe mich echt noch zurückgelehnt und mit Zapirus über alles Mögliche geredet, nur nicht über das Spiel. Das war wirklich extrem ermüdend. Irgendwann wurde es ziemlich belanglos. Ja, ja. So, wir gehen eigentlich jetzt erstmal Eigentlich war der zweite Versuch schon völlig belanglos. Eigentlich war es der erste von uns. Eigentlich funktionieren die Witze im Deutschen gar nicht irgendwie. Kannst du nicht in dem Pool. Wie? Ja, beziehungsweise so? Bei dem Witzeerzähler so sind die, funktionieren die Witze schon, aber das ist so. Wirklich? Also noch nicht mal Fips Asmussen Niveau. Das ist echt. Ey, das ist doch hier unterirdisch. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber der da gerade durchs Bild gelaufen ist, war doch dieser komische Mann, wie heißt denn der? Passt du für mich drauf auf? Der von Gotra Bigot, der Schauspieler? Nein. Das ist so ein amerikanischer Mann, der hat auch so eine Radiosendung und so. Kleinen Freund? Schätze schon! Ich hab mich irgendwie dran gewöhnt. Ah, solange das keine Von Jeremy? Was für ein Ding? Ja, genau der. Der ist da gerade durchs Bild gelaufen. Ja, das könnte sein. Der sieht echt so aus. So, wir müssen mit der guten alten Drew noch mal ein bisschen plaudern. Hallo Drew, büffelst du gerade schwer? Das klingt irgendwie komisch, wenn es von einem Typ in einer Elefantenscharmkapsel kommt. Über ihren Koffer, genau. Wir haben nämlich schon fast alles durchgeplaudert hier. Drew, ich hab deinen Koffer. Wirklich? Wo ist er denn? Ich musste ihn im Umkleideraum lassen. Los! Aber Larry, dann muss ich ja völlig nackt über das Deck promenieren und jedem hier meinen knackigen, braunen, durchtrainierten, nackten Körper zeigen. Klasse! Oh. Nein, der Ton schon wieder. Easter Egg, Easter Egg. So, da sind wir, Drew. Nicht so toll, aber geräumig. Okay, Larry. Gib mir nur eine Minute, ich spring schnell. Wo war jetzt ein Easter Egg? Und wasch mir die Sonnencreme ab. Die ist nackt über den Pool, übers Pooldeck gelaufen. Mensch, das war das wieder zensieren hier, wem wird nackter? Ich weiß. Oh Mann. So, die gute Drew ist jetzt am Duschen. Wasser, das ist jetzt nicht das Einzige, was aufsteigt. Und jetzt musst du bestimmt spülen, oder? Genau. Wir haben erstmal ein neues Wallpaper. Weiter. Und jetzt müssen wir mal eben kurz spülen. Das müsste sie da rauskriegen. Zack.
meine, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter, die Wallpaper, und mit denen kann man heutzutage nicht mehr viel anfangen. Nö, aber ich wollte die vielleicht zum Ende nochmal zusammenschneiden, zu so einer Art Best-of. Hoppala. Wir dürfen zumindest arg pietzlich wirken. Ja. Du, ja. Das war's. Ich bleib, ja, du bist ja jetzt auch in der Zukunft angekommen, Monty. Warte! Naja. Ja. Ja Kaffee ja. Verschluckt. Oh. Monty stirbt live vom Mikrofon. Ja. Er stinkt an Kaffee. Ertrunken am Kaffee. So, müssen sie während Olli nackte Frauen aus der Dusche scheucht mit der Kurve. Genau. So wollte ich immer sterben. Also das ist gut. Nicht ganz so. Wir müssen, glaube ich, lautet, ja. Lass sie funktionieren, bis die Garantie abgelaufen ist. Ah, jetzt, ja. Moment. Wir müssen mal eben uns... Wann wird das sein? Plus minus eine Woche. Klar. Ist circa 12 Jahre her. Ah, jetzt, ja. Wir müssen mal eben die Kabine verlassen und wiederkommen. Weil? Weil, dann müsste sich in der Dusche Schimmel gebildet haben. Und den Schimmel, den brauchen wir für den Kochwettbewerb. Achtung bitte. Genau, da. Heiner hat gerade mit einem neuen Schiffsrekord. Was hat das jetzt eigentlich gebracht, dass du da geduscht hast? Ich meine, was hast du da für Vorteile von? Also die Dusche ist jetzt nass geworden. Und dann sind wir jetzt gleich gerade einmal rausgegangen aus unserer Kabine, wieder reingekommen. Da hat sich in der Dusche Schimmel gebildet. So, hätte man den nicht selber anmachen können? Nee, ich glaube nicht. Dafür haben wir Dru gebraucht. Das ist logisch. Jetzt siehst du hier vorne den Schimmel. Bei Larry braucht man immer eine Frau dafür, um eine Dusche anzumachen. Und Larry duscht nicht. Larry duscht nicht. Und den Schimmel, den müssen wir jetzt aufsammeln. So. Der hat selbstreinigende Synthetikanzüge. Sowieso. So, und zurück. Wir müssen jetzt erstmal den Kochwettbewerb klar machen. Wir müssen erstmal in die Kombüse, meine ich. Ja, in die Kombüse. Kleidungswettbewerb. Mensch, er spielt ja schon so lange und weiß nicht, wo die Kombüse ist. Ja, ne? Voll schlecht. Eigentlich voll schlecht. Du wirst sofort deabonniert. Ach, ich werde laufend deabonniert. Das schockt mich schon gar nicht mehr. So. Was haben wir hier? Den Cyberkäse 2000, genau. Damit müssen wir die Bibermilch benutzen, die wir so schön abgezapft haben. Venezolanische Bibermilch da. Nochmal, Larry. Dir fehlt was. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Eine Mark? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Daran merkt man, dass es alt ist. Daran merkt man, dass wir alt sind. Ah, nur komm, so lange ist das noch nicht her. 10 Jahre? Jetzt müssen wir... Ja, eine Kumquat, genau. Zack. Benutzen mit Tranchiermesser. Du könntest etwas zubereiten, wenn du nur ein Rezept hättest. Und wenn du alle Zutaten hättest. Ich frag mich immer, wo diese Figuren den ganzen Kram hinpacken. Er sagt mir immer, mir fehlt ein Rezept, aber ich habe doch das Rezept. Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Biberless-Käse. Die Zutaten sind Bibermilch, ja. Natürlich ist die Milch des seltenen venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen, eine Prise Salz, Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann, und einen Hauch von Schimmel. Passt besonders gut zu... Ich weiß, zu Kumquats und Geokarpenfrüchten. Was? Geokarp! Du weißt schon, Pflanzenfrüchte, die unter der Erdoberfläche reifen, gehören ja auf jeden guten Speiseplan. Alles klar? Larry, manchmal machst du mir richtig Angst.
Aber was soll's? Ich überleg gerade. Probier mal bitte, Worten, ich weiß jetzt nicht, ich soll also noch Bescheid mal klicken, aber probier mal diese Zitrone an diesem Fischding da auszuprobieren. Hier, die Rückseite enthält ich hab überhaupt keine Zitrone, fällt mir gerade mal auf. Na, was ist denn das Gelbe da? Eine Kumquat. Eine Deodose. Eine in Scheiben geschnittene Kumquat-Orange. Ich nehme an, du willst den Rest genauso wenig hören, stimmt's? Bibermilch, Rohrstöpsel, Kumquats. Benutzen, Tranchiermesser. Wenn du nur ein Rezept hättest und mach's wenn doch du mal andersrum. Hättest. Wenn ich alle Zutaten hätte, was fehlt mir denn dann noch? Wo ist denn die Bibermilch? Die habe ich hier, hier unten. Wenn du nur ein Rezept hättest und eine nee. Küche. Also ich bin in der Küche. Ich habe das Rezept. Musst du das Rezept noch vielleicht mal irgendwo Larry, hinpacken? Dir fehlt was. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Mir würde eine entscheidende Zutat fehlen, um Käse machen zu können. Okay, du hast jetzt diese Milch. Was braucht man denn, um Käse zu machen? Eigentlich nur den Cyberkäse und die, Achtung bitte, eine Durchsage. Es so. Gibt an Bord muss man mit dem Herd irgendwas machen? Der sieht da so Urinale aus Messing. Der Spieler des Bariton-Saxophons findet das gar nicht komisch. Ende der Durchsage. Das ist ein Kübel mit Innereien und noch Schlimmeres. Unsere Grafiker haben eine Nahaufnahme davon gezeichnet, aber danach wurde den Programmierern schlecht. Als gerammelt voll mit allerfeinsten Tentakeln. Das ist sehr, sehr komisch. Ich muss jetzt echt überlegen. Ich kann nichts kochen, das ist... Oder ich guck mal in der Tasche. Der Salzstreuer. Oder muss ich das vielleicht mit dem Rezept benutzen? Die beiden? Das zusammen. Kann sein. Probier's mal. Wohlkau. Nee, geht nicht. Probier mal bitte mit dem Messer diese Kumquats-Dings da zu zerschnippeln. Ja, Messer, ne? Messer? Benutzen. Kumquats. Wenn du nur ein Rezept so. Hättest. Oder hast du vorhin immer andersrum deine gemacht? Küche. Okay. Habe ich schon andersrum gemacht. Wenn man nur... Eine Küche haben wir ja. Was soll denn das sonst sein? Let's Space beendet. Olli hat versagt. Game over. Nein. Olli, mach deinen Kanal zu. Du kannst nix. Nochmal, Larry. Dir fehlt was. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Musst du vielleicht irgendwo das Rezept hinlegen oder sowas in der Küche? Weil der sagt ja immer ein Rezept und eine Küche. Haben wir ja nur beides. Okay. Unglücklicherweise ist das nicht der tragbare Cyberkäse 2000 mit aktivem Geruchsfilter. Dumm gelaufen. Oder muss man vielleicht den Schimmel mit dem Käse benutzen?
mit der Milch benutzen, dass die anfängt so, ja, zu stocken oder sowas vielleicht. Einfach mal ausprobieren. Das ist doch dann ein Topf, oder? Das hier? Nee, daneben. Das da. Benutzen mit... Du könntest etwas zubereiten, Schimmel, wenn du nur ein Rezept hättest. Und wenn du alle Zutaten hättest. Alter. Ich hab doch das Rezept. Es scheint uns eine Zutat zu fehlen. Mein Gott. Eine Zutat zu fehlen. Es scheint. Ja. Toll. Man könnte fast meinen, und Monty hat einen Schlaganfall. Hör mal bitte nochmal bei dem Rezept rein. Vielleicht fehlt uns ja wirklich noch was. Also vielleicht doch Zitrone, aber ich muss jetzt diese Seite enthält das Rezept.